Hallo, wir erklären euch heute, wie man den Flächeninhalt eines Parallelogramms berechnet. Zuerst zeichnet man die Höhe h ein. Wir zerteilen das Parallelogramm entlang der Höhe h. Nun legen wir beide Teile zusammen, damit es ein Rechteck ergibt. Bei einem Rechteck berechnet man Grundseite mal Höhe. Die Formel ist a gleich g mal h. Danke.